Also, ich wollte einfach über die Lage, über die Situation, was hier in Wirklichkeit so abgeht, weißt du, dir mal ein bisschen erzählen, weißt du. Also, die Haftbedingungen sind hier wirklich so katastrophal, weißt du. Also, die allgemein hier, diese Rosauländer, ja, diese Schubhaft, also ist nicht auf Dauer, auf Jahre, weißt du, so, dass man hier absitzt, nicht gedacht oder gebaut. Ich sag mal so, ja, wir sind halt Schubhäftlinge. Überall werden wir als Fremde, weißt du, bezeichnet, als Fremde angesprochen. Auf Dauer, es ist nicht zu ertragen, weißt du, wirklich. Also zum Beispiel, es gibt Tage, also ich muss ehrlich sagen, ja, es gibt ein, zwei wirklich sehr gute Stockchef, also die wirklich was machen und die um uns kümmern. Aber die restlichen, besonders die Jungen, die kommen her und von gleich von morgens an, die machen unser Leben wirklich so schwierig, weißt du, immer schreien, immer so aggressiv, so, keine Ahnung, als wollen sie irgendwas demonstrieren, Machtdemonstration, Willkür, solche Sachen halt, weißt du. Und ich weiß nicht, also es herrscht auf uns ein enormer Druck, weißt du, wirklich. Also von Tag zu Tag, von Woche zu Woche, die Hoffnung, dass wir irgendwann einmal rausgehen, diese Ungewissheit, weißt du, diese Ungewissheit, das ist wirklich, das kann man nicht einfach so mit Worten beschreiben, weißt du. Warum wir Hungerstreik gefordert haben, durch die Corona-Krise wurden in Frankreich, in Türkei, in anderen, zum Beispiel europäischen oder Amerika, egal welche anderen Länder, also wurden die Häftlinge, also besonders von Schubhaft entlassen und auch von Gefängnissen. Und wir haben auch so im Fernsehen verfolgt, also dass es keine Flüge gibt und so. Und dann war halt die Forderung, dass die auch halt so hier freilassen, weil das hat keinen Sinn, uns hier auf Dauer so zu halten. Und dann haben wir Hungerstreik angefangen, also unsere Zelle und noch eine Zelle und also drei Zellen insgesamt. Ich habe jetzt vor 2 Tagen abgebrochen, Hungerstreik, muss ich ehrlich sagen. Und es gibt auch Leute bei mir in Zelle, die wo immerhin Hungerstreik machen. Und wirklich Katastrophe. Also wenn man da unten geht zu Ärzte und wie die mit uns reden, wie die mit uns umgehen, das ist auch wirklich eine Katastrophe, weißt du. Ich bin schon über 16 Monate in Schubhaft. Es gibt Leute hier, die 17, 7, ah, nicht 7, 7, 8 Monate sind. Und zum Beispiel 23 Stunden in Zelle zu sitzen und gar nichts, keine Beschäftigung, keine Freizeit, keine Familien, also kein Besuch, gar nichts. Also mit dem Druck umzugehen, also da braucht man wirklich viel, viel Geduld und viel Nerven. Also wir schlucken alles bis zum geht nicht mehr auf die Hoffnung, dass eines Tages, dass wir halt rauskommen. Also was wir verlangen, zum Beispiel, was wir wollen, egal welche Beschwerden, welche Gerichte wir gehen, es wird alles nur abgewiesen, abgelehnt, negativ, nur grundlos abgewiesen, einfach so, nur nein, 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 nein. Es kommt nur nein, nein, nein. Also das ist mit dem Druck umzugehen, also das wünsche ich niemandem. Und was uns angeht, also um uns kümmert sich niemand. Was wir wollen, was wir fordern, was wir brauchen, das interessiert auch niemanden. Also immerhin sind wir Menschen, auch wenn wir zum Beispiel Schubhäftlinge sind oder so. Wir werden nicht als normale Menschen hier angesehen. Also muss ich ganz ehrlich sagen, Falle einer Abschiebung, was mir droht, das interessiert auch niemanden.